So, jetzt hier Speedrun. Meister Schuh, guck mal, du drauf kommst. Die melden wir mal ab, gell? Tschüss. Jo, bis dann, Gordel. Ja, Gordel ist auch schon, Ziggy. Tschüss, Gordel. Tschüss. Tschüss. Ich bin bei Everfall. Ah, bist du bei mir? Komm ich die Mirko gleich mal begrüßen? Da ist er, So labern die jetzt echt den mein... gleichen Das Scheiß? war eine unsanfte Landung, was? Vorbeige. Du wirkst trotz allem ziemlich gesund und munter. Bist ein echter Glückspilz. Hallo? Oh nein. Ja. Tja, das war ich vor langer Zeit, aber ich bin jetzt schon viele Jahre hier. Beobachter Leeson Reese. Zu Diensten. Weil er sagt Beobachter Leeson Reese und im Text steht Wächter Leeson. Kann ich schon wieder kotzen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wobei ich mir wünschte, wir würden uns unter besseren Umständen treffen. Mache ich Emojis. War das nicht irgendwie P es oder O? Wäre zwar schön, wenn ich dir als Willkommensgruß einen Becher Met anbieten könnte, aber ich bin kein Begrüßungskomitee. Ich kam aus der Innerfeldsiedlung her, um nach dem bösen Sturm, Hallo der Charlie, dein Schiff versenkt dein hat, den Strand schönen Mustache. Und um mich deiner unglücklicheren Kameraden anzunehmen, denke ich. Du bist dem Tod gerade so entronnen, aber sie sind als seelenlose Verlorene zurückgekehrt, als Ertrunkene. Das ist eine unangenehme Aufgabe. Aber ich könnte Hilfe dabei gebrauchen, sie zur Ruhe zu betten. Natürlich nur, wenn du willst. Na, Charles. Accept. Also jetzt, ja. Bin ich aus Gürtel deiner Gruppe raus. Ach so, ach, ihr hattet eine Gruppe, sorry. Das wusste ich nicht. Wir laden uns einfach rein, weißt du? Das wusste ich nicht. Wieder eingeladen, Gurtel. Danke. Bemühte Dichtkunst. Die Sonne scheint auf das Wasser des Ozeans. Und es ist hübsch, wunderschön, magisch. Ha, ich konnte noch nie viel mit Poesie anfangen. Ja, so könnte es mir gehen, wenn ich was schreiben würde. Hut zu liegen. Ah, Hut zu liegen hier. So, den gleichen Scheiß nochmal. Gleiche Scheiß nochmal. Okay, also das ist mir in der Beta entweder nie passiert oder es gab's nicht, aber was denn? Bei mir ist gerade neben mir ein Busch zum Farmen gespawnt. Das hatte ich in der Beta nicht. Also entweder haben sie das rausgenommen oder ich hab's beim letzten Mal einfach nicht gesehen. Okay. Meister Schuh ist 1523 in der Queue. Dana wird auf jeden Fall noch ein Stückchen warten müssen. Ein Stündchen warten müssen. Mindestens ein Stündchen. Ja. Wahrscheinlich. Kaffee trinken gehen, Kuchen holen beim Bäcker und dann
Gepokert. Jetzt, also jetzt, wo es gerade so weit ist, dass man hier ordentlich spielen kann, bin ich gerade noch sehr unentschieden, welche Waffe ich spielen will. Echt? Auch ich dachte, du hast dich schon entschieden. Ja. Oh. Oh Mann. Ist nicht so einfach, ne? Ja. Ja, ich glaube, so eine coole Axt im Endgame, die sieht schon fett aus. Ja, du brauchst nochmal in den Ingame-Shop gucken. Die gibt's auch eine Axt, die sieht schon nicht schlecht aus. Store, da. Hammer Skins Weapons. Der Hammer, der drin ist, der sieht auch ziemlich fett aus. Schild zu behindert. Musste mal im Cash-Shop das Drachenschild angucken. Hm. Das hält ja irgendwie nach unten, das sieht man gar nicht. Ja, du musst die Kamera drehen, ja, das stimmt. Hat es leicht verbuggt irgendwie. Nicht? Dann hält er das gerade nach unten zum Boden hin. Echt? Also bei mir zeigt das normal an. Aber ich muss halt trotzdem die Kamera drehen. Bei mir hält es das Handgelenk so komisch verbuggt und es guckt gerade nach unten, das Schild. Okay. Das bringt natürlich nicht wirklich was. Ja, es ist grausam, aber vielleicht konntest du dich so verabschieden. Bei dir gesehen sah ordentlich aus, aber bei mir nicht. Bereit für dein neues Leben auf Eternum? Du wirst überrascht sein, denn es hat so seine Vorteile. So, wo muss ich denn jetzt hin hier? Zur Ava, da muss ich hin. Trüffel anlecken. Trüffel. Wie gesagt, habe ich zwar keinen Met dabei, aber ich hoffe, du fühlst dich trotzdem. Weißt du gerade, was wir für Waffen schon so vertreten haben? Wenn du Lust hast, koche irgendwas. Also ich werde Speer und Muskete spielen. Sigi, also Ghost, wird Tank machen mit Schwert und Schild und ich glaube Großaxt. Pat will Heiler machen mit. Das tut mir leid. Heilstab und halt dann Void Gauntlet, wenn der rauskommt. Gordo, was willst du eigentlich machen? Ich gehe auf Papier Muskete, Flo wird wahrscheinlich auf Healer gehen. Hm. Und Nico wird wahrscheinlich auf Damage Mage gehen. Also. Bitte was? Bogen. Bogen ist kacke. Also gefühlt fehlt mir auch noch so ein bisschen der Hammer. Ne, also den CC vom Hammer, ne, den braucht man, glaube ich. Ja, und genau, Bogen. Also, Meister Schuh spielt das, auf was du Bock hast. Ne? Also, ich will dir das jetzt nicht vorschreiben. Ne? Also, ich bin gerade mal hier. Hallo. Servus. Jetzt schon dann zwei Heiler haben, dann noch einen dritten Heiler. Das ist kacke am Anfang. Ja, aber... aber wenn es dir Spaß macht oder wenn du spielen willst, ne, also dann machst du. Du musst dich doch nicht nach jemand anderen richten. Ja, wenn du das spielen auch willst. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen muss. Also Holz sammeln und Feuerstein. Nein, man kann ja auch nachher umskillen, ne? Das ist ja nicht so. Ja, das schon, aber es ist ja trotzdem Zeit, die du brauchst auch, ne? Ich meine, höchstwahrscheinlich. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel ich spielen werde, aber ich werde wahrscheinlich sehr viel spielen. Ich habe nur 3 Wochen Urlaub genommen. Ich 1-2 Stunden spielen. Also ich sag mal, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt nicht allzu viel Zeit, ne, dann bringt's ja nichts, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt... So auf 8 Stunden am Tag komme ich schon hin. Das ist kein Problem. Das jetzt sagst, du machst nur, weil wir es halt brauchen, eben Hammer und Bogen zum Beispiel, ne, was, glaube ich, eine merkwürdige Kombi ist. Aber egal. Das hatte ich in der Beta gemacht. Ja, aber und dann merkst du aber, ach scheiße, es macht ja aber eigentlich keinen Spaß, willst halt doch lieber Heiler spielen, ne? Und dann ist halt sinnlos Zeit rumgegangen dafür, ne? Also deswegen mach, wie gesagt, mach das, was du willst.
selbst wenn du jetzt auch noch auf Heiler gehst. Sehr beeindruckend. Flo, das ist ein sehr gutes, einfaches Heutemesser. Auch noch rein. Das war dein erster Versuch, oder? Nein, das lässt du da sein. Danke. Ja. Der muss ja eh nochmal ein bisschen jetzt warten. Jetzt bist du bereit für eine kleine Wildschweinjagd. Genau. Du kannst ja noch in dich gehen. Widerspenstig, aber du kommst schon zurecht. Erledige ja, ich war eines, ja gerade fast drauf und dann hat dann gesagt, ja, was hast du dir verdient? Warteschlange ist abgebrochen. Ja, da war ich wieder bei 12.000. Wildschwein. Und dann habe ich gesehen, dass du auf einen anderen Server connectest. Ja, ja. Das. Also ich war ja drauf auf Ravenal, aber das bringt halt ja, nichts, wenn ich dann da einsiege. Alle halt 10.000 Leute von ja. Also ich glaube nicht, dass ihr heute noch zum Spielen gekommen wärt. Ja, nee. Wahrscheinlich nicht, ne. Oh, ich hab das Monsterschwein gefunden, was hat auch in dem Fall die Rede war. Hier hat dann einer von euch einen Marker gesetzt? Ja, meine. Achso. Meine Trüffelquest habe ich blockiert. How dare you? You ruined my truffle farm route. Ist Bogen echt so kacke gewesen? Das kann man spielen. Fühlt sich ultra strange an, wenn man okay. Das Bogen. Ich hatte Bogen tatsächlich nicht getestet, stimmt. Ich will nicht sagen, dass Bogen nicht stark ist oder so, aber es fühlt sich, wenn man das jetzt mal im Vergleich zu anderen Computerspielen hat, fühlt sich das super weird an. Hm, okay. Da fehlt so der Schmackes dahinter, so dieses Sehnenschnalzen irgendwie, das existiert einfach nicht. Naja, die ganzen Camps sind hier. Hier brennt's vor der Stadt. So, eine kleine Raspion. Das duftet köstlich. Das duftet. Ein großes Glück, in Immerfall angespült worden zu sein. Hier gibt es das köstlichste Wild und auch sonst viel delikates Essen. Die Siedlung Immerfall ist nicht weit weg. Du solltest zügig dorthin gehen, aber ich... Manchmal doch, aber ansonsten hast du recht. Das muss am blauen Azot ab. Vermutlich weißt du es schon. Aber der Sturm, der dein Schiff und andere versenkte, er war nicht... natürlichen Ursprungs. Ach, Verderbnis. Das gehört zum Leben hier zwar dazu, aber das war der schlimmste Sturm, den ich je erlebt habe. Gute Frage. Wir müssen ganz sicher sein. Und wir brauchen die Aufzeichnungen von diesen Schiffen. Vielleicht kannst du ja dabei helfen und nach Überresten dieser üblen Verderbnis suchen. Damit wäre uns schon viel geholfen. Ja, natürlich mache ich das für euch. Was ist denn mit Iso und Flo eigentlich? Sind die die Woche auf Arbeit oder was? Oder... dass die jetzt noch nicht online sind, auf oder? Arbeit, Iso ist gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Hm, okay. In den Q-Zeiten. Mit Abend können sie vielleicht spielen. Clark, he will know what to do. Okay. Dann gehen wir mal zum Magistrat Clark. Mir auch mal in aller Ruhe die vertonten Gespräche anhören.
anfängt, da viel zu lesen. Ist das eigentlich, ihr spielt auf Deutsch, gell? Korrekt. Ja, ja. Ja, haben die auch alle Gespräche vertont? Ja. Die Storys Sachen, ja. Sind jetzt nicht mehr oder weniger als im Englischen. Ja, ja. Okay, okay. I trust you, the random bub. To whom? Geil. Namen eingefügt. Trust me, I'm a random Bob. Corruption will come. Safety Settlement. Okay. Okay. Toll, die Axt habe ich doch schon gebaut. Die als Quest belohnt. So, ups. Kapitän Huang. Huang-Sohn. So ein Huang-Sohn. Wo ist mein Level-Boost? Ich möchte Geld ausgeben. Kann man das jetzt schon? Instant Stufe 60? Nee. Ja, bis Weihnachten haben sie uns, glaube ich. Genau, bis Ende des Jahres, ja. Sehr gut. Danach können sie es von mir aus machen. Halt nur. Schon die ganze Schuss ist auf Höchststufe. Weiß ich, bin auch gar nicht fertig. Oh. Weil ich keine Quests lese. Postbote hat heute auch wieder was geleistet. Was ist denn passiert? Ja, ich hatte hier meine Comics wieder bestellt. Ne? Ja. Neue Bände. Und der Idiot hat die Briefkasten reingestopft. Hm. Oh, nie, oder? Schön alles zerdellt jetzt alles. Alles zerdellt und zerknickt, ja. Und dann hat's ja noch geschifft und das Paket hast zur Hälfte rausgeguckt. Aus dem Briefkasten. Geil. Also, richtiger Held. Ich verstehe das nicht, ja. Eigentlich eine Retoure beantragt. Ja. Ja, klar. Ich bin so ein Vollidiot, ey. Aber so in so einem 2 cm Spalt so ein Buch reingedrückt, ja. Ich mir auch, ey. Voll Honk. Also ich war ja da, er hätte ja nur klingeln müssen. Hat ja nicht mal geklingelt. Was mache ich jetzt? Das Trading Post. Okay.
Schnippidibidibdib. Wie hier schon lauter Fiber verkauft wird an einem Trading Post. Hemp? Was ist Hemp? Ganzen Pickaxe und Axt und Dinger, da habe ich doch alle schon gecraftet. Ja, Sam. Naja, gut. Wo muss ich hin? Da oben. Wir haben sogar jetzt noch mehr deutsche Server reingemacht. Ist jetzt hier noch Goldenthal, Tartarus, Korbenik. Haben jetzt noch mehr gemacht. Dann wollen wir mal. Danke. Das Gedenken an die Schiffe, die hier aufgelaufen sind, ist so eine Art Tradition in Immerfall. Es mag albern erscheinen, aber dadurch fühlen wir uns mit der alten Welt verbunden. Es sind immer noch Überreste der Verderbnis hier und das ist durchaus. Kommt drauf an, wen du fragst. Einige sagen, sie sei Ausdruck der inhärenten Bosheit der Menschen. Andere sehen sie als eine Art Erkrankung des Gehirns. Ich weiß nur, dass sie Ärger bedeutet und nicht zu unterschätzen ist. Genauer gesagt ist das eine echte Katastrophe. Wenn die Verderbnis hier Fuß fasst, wird sie in 0,0 die Siedlung erreichen. Ganz einfach. Wir müssen die Quelle finden und sie zerstören. Jemand hat 100.000 Gold? Was es auch ist. Es ist wohl in der Unterströmungshöhle. Sieh dich mal dort um, aber sei bitte vorsichtig. Ich würde gern, jede Art der Verderbnis ist unglaublich gefährlich. Ich rufe schnell mal Chef an. Ja. Bezos. Ja. Mal schnell hier eine kleine Bestellung aufgeben. Ja. Chef, gib mir Money. So, was machen wir denn jetzt hier? Skinningboard, was hab ich gemacht? Stein und Holz brauche ich. Erstmal schön. Heiltränke. Jahre handeln. Es wird eine Ecke dauern bei dir. Ah, 1126. Oh je. Warum ist es so dunkel hier drinne? Ich sehe nichts. Skelett. Mit dem Kopf.
Ja, ist das so 10 Level über dir ist. Ja. Ne, der Typ, der das angegriffen hat, der hat bei den letzten Millimeter verkackt und ich hab's gefunden. Weggesniped hast du. Meine XP. An sich wieder so. Ja, erstmal Steine sammeln. Oh, 2 Kriegshammer habe ich bekommen. Toll. Nice. Alles gut. Die brauche ich. Wir sind hier doch vor Pechbar Kaplan. Spawn, du Lümmel. Super machen. Ich werde auf jeden Fall auf Waffen gehen. Auf was den Koch. Ja, als gelernter Koch, ne? Ja, krieg ich das hin. Brauchst nicht mal die Rezepte lernen, die kennst du alle so. Kommt immer noch nicht rein. Was kriegt der für eine Meldung? Timing, Configuration, irgendwas? Ach hier, Steine. Klingt nach einem Timeout. Kann es sein, dass er könnte mal probieren, in seinen Windows Firewall-Einstellungen explizit nochmal zu sagen, dass das erlaubt werden soll. Erlaubt werden soll, ja. Leder. Stimmt, das Leder. Registrierung der Verbindung erfolgte nicht rechtzeitig. Das ist unglaublich. Wenn der Ursprung der Verderbnis erst beseitigt ist, haben wir den schwersten Teil der Arbeit hinter uns. Aber die Siedlung darf das nicht ignorieren. Die Verderbnis wird offensichtlich immer schlimmer. Der Medkrug ruft zwar, aber ich sollte hierbleiben. War das so offensichtlich? Ich bitte dich nur ungern, schlechte Nachrichten zu überbringen, aber mit deiner sympathischen Art wird es leichter. Überbringe Aufseherin Misha meinen Bericht, damit sie die Lage begreift. Öl kannst du das übel spät sammeln, oder? Misha, weiß ich gar nicht. Nee, oder? Einfach alles annehmen. Ach, ich weiß es nicht. Einfach alles annehmen. Genau. Pack ein, das Zeug, pack ein.
Trüffel, mal wieder. Ich habe ein leichtes Déjà-vu. Déjà-vu. Wir das Kranichsnest suchen nach aktiven Mitgliedern, um anderen Leuten den Arsch zu versohlen. Syndikat. Toll. Michael Shields, was ist? Ich bin Angelmeister Shields. Hey, ich bin Jürgen.